Hallo, meine Lieben, ich habe gerade mein englisches Video beendet und habe da noch mehr eben gesagt über diese Drangsalzsteine. Ich muss da ein bisschen zudecken, weil es ist heute wirklich kalt bei uns. Und ja, meine Hände sind ganz kalt. Und ich habe dann schon, nachdem ich mein letztes deutsches Video gepostet habe, habe ich schon eine Antwort bekommen. Und zwar gleich jemand gesagt, hat jemand gesagt, es ist noch nicht die große Drangsal. Ja, vielleicht habe ich in meinem letzten deutschen Video nicht genügend gesagt darüber. Und mein Englisches, da bin ich mehr darauf eingegangen, über diese große Drangsal. Ja, ich möchte ganz gerne diese Leute, die sagen, dass es nicht die große Drangsal ist, ich möchte ganz gerne hören von diesen Leuten, warum sie das sagen, ja, worauf ihre Ansicht sich stützt in der Bibel. Und ich möchte jetzt nun eben einen zweiten Teil machen zu meinem letzten Video über diese Drangsal. Weil ich halt schon merke, dass vielleicht immer noch einige Leute sehr durcheinander sind und auch eben von dieser Dispensationslehre beeinflusst wurden. Wenn ihr meine Videos kennt, wisst ihr ganz genau, was ich meine mit dieser Dispensationslehre. Und diese Dispensationslehre, Leute, ist falsch. Und deswegen, ja, denke ich auch, dass meine Videos nicht so, ja, also dass nicht so viele Menschen meine Videos sehen auf YouTube. Eben weil ich halt das sage, dass diese falschen Lehren, dass ich die halt entblöße sozusagen. Was sehr wichtig ist. Weil die meisten Pastoren, die meisten Bibellehrer, die sind alle von dieser Dispensionslehre beeinflusst. Und ganz besonders halt eben diese Lehre, über die Endzeit. Und nach dieser Lehre, ja, leider, kommt halt diese große Trübsalzeit nach der Entrückung. Was aber nicht biblisch zu belegen ist. Ja, das ist nicht biblisch zu belegen. Und das will ich dann vielleicht in diesem Video nochmals darauf eingehen, warum. Weil ich halt vielleicht schon neue Leute habe jetzt, die neu dazugekommen sind. Nochmal ganz genau. Und ich fange halt jetzt eben mit Matthäus und ihr könnt da selber hingehen jetzt, ja? Matthäus 24. Ich habe das so oft schon angesprochen, aber wegen diesen Leuten, die halt immer noch sagen, dass wir jetzt nicht in der großen Drangsal sind, will ich das ansprechen. Wir gehen zu Matthäus 24, 29. Und da steht eindeutig, nach den Drangsalen jener Talen oder nach den Trübsalen jener Tagen wird sich die Sonne verfinstern. Nach den Drangsalen. Was fängt dann an, wenn sich die Sonne verfinstert? Nach dem Alten Testament und den Propheten des Alten Testaments fängt da der Tag des Herrn an. Ja, eindeutig. Wir können dann das nicht auslegen. Wir brauchen das nicht auslegen. Ja, das ist nicht nötig. Wir wissen das vom Alten Testament her, dass wenn die Sonne sich verdunkelt und ihr könnt zum Beispiel das im Jesaja finden und in Joel, da könnt ihr Nachforschungen machen. Ja, das könnt ihr auch selber nachforschen, wenn ihr da ein bisschen in eurer Bibel nachforscht. Da steht das, wenn sich die Sonne verfinstert, der Mond seinen Schein verliert, das ist der Anfang des Tag des Herrn.
Und natürlich passiert da noch mehr, ja, wenn der Tag des Herrn anfängt. Aber auf alle Fälle fängt da der Tag des Herrn an. Okay? Das darf ihr nicht vergessen. Und davor passiert halt Trübsal, große Trübsal. Für wen passiert Trübsal? Leute, diese Trübsal passiert für die Heiligen, für alle Heiligen, nicht nur ein paar, sondern für alle. Ich habe das in meinem letzten Video ganz eindeutig gezeigt. Offenbarung 7, die große Schar. Sie kamen alle durch große Trübsal. Ich verstehe nicht, ihr müsst euch meine Videos anschauen und nicht nur, ja, die Überschrift, sondern alles. Ihr müsst euch alles anschauen. In meinem letzten Video habe ich das ganz eindeutig gesagt. Offenbarung 7 oder im vorhergehenden, das kann natürlich auch sein. Offenbarung 7. Die große Schar, liest das, kam durch große Trübsal. Ja? Das heißt, alle, dass diese große Schar sind alle Heiligen, die entrückt wurden vor dem Zorn Gottes. Nicht vor der großen Trübsal, vor dem Zorn Gottes. Ja? Ich muss das wirklich, es tut mir leid, ich glaube, viele wissen das schon. Aber es gibt halt jetzt auch vielleicht neue Leute, die meine Videos anschauen, die das noch nicht gehört haben. Und sie stecken noch sehr tief in dieser Pensionslehre, die halt von den meisten Kirchen kommen. Die meisten Kirchen sind furchtbar, die Pastoren sind furchtbar durcheinander. Ja, es tut mir leid, das zu sagen, aber es stimmt halt aber auch. Ja, und wenn sie durcheinander sind mit Endzeit, dann sind sie auch durcheinander mit anderen Dingen. Das habe ich auch schon oft gesagt. Ja? Dann halten Sie sich nicht an die Bibel an anderen Stellen, weil es einfach so ist, dass wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, dass wir die Dinge nicht klar sehen. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen müssen wir ständig uns dem Heiligen Geist unterordnen, damit er unseren Geist, unsere Besinnung ändern kann. Ja, wenn wir das nicht tun, dann erkennen wir die Wahrheit nicht. Dann sind wir auf andere angewiesen, ja, auf falsche Lehren angewiesen und wir sehen nicht, wer jetzt die Wahrheit sagt und wer nicht die Wahrheit sagt. Dann sind wir auch in der Welt verführt. Und das dürfen wir nicht, weil es ja halt jetzt wirklich schlimmer und schlimmer wird. Aber gehen wir zurück zu unserer Drangsalzzeit. Also, da sehen wir nun in Matthäus 24, 29, dass die Drangsal vor dem Zorn Gottes ist. Zorn Gottes, Drangsalszeit. Und dann der Zorn Gottes, da fing der Tag des Herrn an, wenn die Drangsal anfängt. Ja? Ist ganz wichtig zu wissen. Jesus hat den Jüngern nicht gesagt, wenn die Entrückung passiert. Ja? Er hat es denen nicht gesagt. Er hat die Entrückung beschrieben in Matthäus 24, 36 und die folgenden Verse. Aber er hat nicht gesagt, wenn diese Entrückung passiert. Da beschreibt er ganz eindeutig die Entrückung. 36, ab 36 bis, was weiß ich, also ich glaube, der Rest sogar noch von Kapitel. Aber er sagt nicht, hallo, diese Entrückung passiert vor dem Zorn und nach der Drangsal. Das hat er nicht gesagt. Er wollte nicht, dass damals die Jünger das wissen. Ja, warum? Ich denke halt schon, dass er das nicht gesagt hat wegen Satan. Weil er nicht wollte, dass der Satan das weiß. Ja? Er wollte nicht,
dass er sich dann vorbereiten kann. Und heute, Satan weiß das, dass jederzeit, jedes Jahr die Entrückung passieren kann. Jedes Jahr am Trompetenfest kann die Entrückung passieren. Er weiß das. Aber jetzt ist die Zeit so kurz und er ist jedes Jahr vorbereitet. Nur sind wir vielleicht nicht vorbereitet. Ja? Und ich denke halt schon, wenn wir immer noch durcheinander sind, was die Abfolge ist von der Endzeit, dann sind wir auch in anderen Dingen noch durcheinander. Ja? Und da müsst ihr wirklich aufpassen. Deswegen sage ich immer, zeig mir Bibelstellen. Wo hast du das her in der Bibel? Natürlich kann ich Bücher lesen, kann ich Pastoren zuhören, kann ich Bibellehrern zuhören, die sagen was anderes. Wenn ich das nicht selber lese und selber den Heiligen Geist habe, dann werde ich durcheinander gebracht. Also nochmal, in Matthäus 24, 29 sehen wir eindeutig, dass am Ende der Drangsal der Tag des Herrn anfängt oder die Sonne dunkel wird. Ja, das ist ein Zeichen. Also erst Drangsal, dann Tag des Herrn anfangen und da kommt halt eben dann der Zorn Gottes. Zuerst. Ja? Zuerst. Weil er muss ja seine Feinde zerstören. Dieses Weltsystem muss er ja zerstören. Sonst kann er sein eigenes System nicht anfangen. Wenn diese Feinde nicht zerstört sind. Ist doch klar, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Satan dann einfach aufgibt und sagt, hier, übernehmen. Nein, er muss erst Satan und seine Anhänger zerstören. Der Satan wird natürlich gebunden am Ende, aber alle Anhänger, das ganze System wird zerstört. Die ganzen Leute, die jetzt dem System nachfolgen, Leute, werden zerstört. Ich hoffe, dass ihr das endlich versteht. Wenn ihr das annimmt, gehört ihr zu dem System. Dann beugt ihr euch diesem System. Ja? Und wenn ihr keine Reue findet und sagt, hallo, das ist falsch, wir folgen nur Jesus Christus nach, dann gehört er diesem System an. Ja? Also, nochmal. Drangsal, große Drangsal. Jetzt kommt natürlich die Frage, wann fängt diese Drangsal an? Ja? Und da kommen halt natürlich sehr viele durcheinander, weil sie diesen falschen Lehren glauben. Die falschen Lehren, die sagen, aha, zuerst die Entrückung, dann 7 Jahre Drangsal. Nein! Zuerst Entrückung, dann kommt der Zorn Gottes. Ja? Dann fängt halt eben der Tag des Herrn an und der Zorn Gottes. Ja, wo ist jetzt nun die Drangsal? Natürlich ist auch während dem Zorn Gottes große Drangsal. Ja, ist doch klar. Aber diese Drangsal wird nicht ausgeschüttet durch Satan auf die Kirche, auf die Gemeinde, auf die Braut. Ja. Sondern diese Drangsal ist dann für natürlich die Ungläubigen und auch noch die vielleicht zum Glauben kommen während dieser Zeit. Ist dir ganz klar, es wird eine ganz schlimme Zeit werden. Ihr habt keine Ahnung, wie schlimm die Zeit wird während dem Zorn Gottes. Wird alles zerstört. Er zerstört alles. Ja? Das ganze System, die ganzen Städte fallen, lesen wir in Offenbarung. Und mit den Städten fallen natürlich auch die Menschen. Die meisten Menschen werden umkommen. Es wird sich ja alles total verschieben. Liest den Zorn Gottes und hört damit auf zu sagen, das ist Drangsal, die große Drangsal. Die große Drangsal, durch diese große Drangsal gehen die Gläubigen. Ja? Die Braut, die Kirche geht durch große Drangsal.
Das ist die große Drangsal, von der Matthäus spricht und auch, glaube ich, Markus. Lukas spricht nicht von großer Drangsal, er spricht von der Zeit, von der Zeit der Heiden. Liest Lukas 21, da seht ihr das. Lukas 21, ich glaube 24 oder sowas. Da steht, wenn die Zeit der Heiden vorbei ist, dann fängt der Tag des Herrn an. Ja? Oder eben wird die Sonne dunkel. Ja? Das heißt, Lukas nennt es die Zeit der Heiden. Wann fing die Zeit der Heiden an? Vor 2000 Jahren, als die Juden Jesus Christus abgelehnt haben. Da fing die Zeit der Heiden an. Ja? Das sind 2000 Jahre. Und diese 2000 Jahre waren Drangsal. Wenn wir gucken, Matthäus 24, und das legen auch viele falsch aus, oder sie legen das aus. Wir brauchen das nicht auslegen, sondern wir müssen das studieren und sehen, okay, was passiert in Matthäus 24. Es fängt damit an, dass Jesus über den Tempel, die Zerstörung des Tempels, redet. Und darüber redet er dann auch die Hälfte von dem Kapitel. Er redet über die Zerstörung des Tempels und was vor der Zerstörung des Tempels kommt, damit die Jünger sehen, die Zeichen, die davor geschehen, damit sie sich vorbereiten können. Das heißt, was? Verfolgung. Ja, liest das ganz genau. Und Jesus nun erklärt im halben Kapitel 24 über die Zerstörung des Tempels. Ja? Und nicht über eine große Drangsalszeit, wie es viele denken. Natürlich ist diese Drangsal schon da, existierte die Drangsal schon da, weil die Jünger, die ersten Jünger ja verfolgt wurden. Und die Verfolgung ging ja weiter. Nach der Zerstörung des Tempels ging die Verfolgung weiter. Ihr müsst euch geschichtlich informieren. Ja? Josephus, ja, war ein Geschichtsschreiber, ein jüdischer Geschichtsschreiber während Jesus Zeit. Der hat das ganz genau beschrieben, was damals abging. Und von daher wissen wir ganz genau, dass es damals eine riesen Drangsal gab. Es war ganz schlimm, ja. Es war eine ganz schlimme Zeit. Und diese Drangsal, die ging ja weiter. Weil auch nach der Zerstörung des Tempels und als die Juden ja aus dem Judäa geschmissen worden sind, eigentlich sind die christlichen Juden ja schon weggegangen, bevor der Tempel zerstört wurde und Jerusalem zerstört wurde, weil sie ja das gewusst haben. Jesus hat es ihnen ja gesagt, das war ja der Grund, warum er das den Jüngern gesagt hat. Ihr müsst wissen, dass ihr weggeht aus Jerusalem, wenn ihr diese Dinge seht. Ja? Und das war damals Drangsal. Dann gingen sie weg von Jerusalem, gingen sie in die Diaspora und wurden weiterhin verfolgt, weil ja die Juden weiterhin verfolgt wurden. Überall. Und dann haben sie sich halt mit den Christen vermischt, weil es besser war, sich als Christ auszugeben, als Jude auszugeben. Und dann wurden sie aber wieder verfolgt. Wie viel Mal wurde Paulus verfolgt und seine Anhänger? Die ersten Christen, ja, wurden gekreuzigt, wurden den wilden Tieren vorgeworfen. Das ist doch alles Drangsal. Und das ist große Drangsal. Und dann endlich nach Konstantin hat man gedacht, ja, die Christen haben jetzt Freiheit, sie werden nicht mehr verfolgt und trotzdem wurden weiterhin die wirklich gläubigen Christen verfolgt, weil sie sich nicht Konstantin unterordnen wollten. Ja? Konstantin hat sich ja dann und die weiteren Kaiser haben sich ja dann als Oberhaupt von der Kirche ausgegeben. Und da ging ja die Drangsal weiter.
für die wahren Gläubigen. Die ging ja weiter auch unter der katholischen Kirche. Da ging die Drangsal weiter. Die Leute sind ja alle umgebracht worden, auf dem Scheiterhaufen, gefoltert. Ja? Und endgültig ging es auch während dem 30-jährigen Krieg weiter. Und es ging weiter, 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 bis dann die Leute gesagt haben, wir gehen nach Amerika und da haben wir religiöse Freiheit. Und da hat ja dann auch angefangen, ja, dass trotzdem weiterhin Satan versucht hat, eben die gläubigen Protestanten zu verführen. Und wir haben ja jetzt schon ewiglich eben, dass diese falsche Lehre sich in die protestantischen Gemeinden eingeschlichen haben. Das ist alles Drangsal. Große Drangsal. Wenn ich verführt werde und dadurch meine Seele verliere, ist das nicht große Drangsal? Da brauche ich nicht umgebracht werden. Das ist alles große Drangsal. Diese Drangsal hat angefangen vor 2000 Jahren, als Jesus Christus gestorben ist, ja, und die Jünger weiterhin an ihn geglaubt haben, sind sie verfolgt worden. Und die Drangsal geht weiter. Und wenn ihr denkt, ihr seid nicht verfolgt, dann seid ihr keine wirklichen Christen. Und gerade heute merken wir das sogar noch mehr. Ja? Das hier, wenn ich das nicht annehme, werde ich in den nächsten Jahr unheimlich verfolgt. Ja, ich kann einfach nicht mehr mitschwimmen mit den Restlichen, die so tun, als wären sie wirklich Christen. Die einfach in die Kirche gehen, Bibel lesen, beten, ja, und vielleicht so tun, ach ja, wie wenn sie ja wirklich das tun, was Jesus von ihnen möchte. Aber in Wirklichkeit wollen sie das haben, was die Welt hat. Ja, da wollen sie mitschwimmen, mit der Welt. Das sind große Anfechtungen. Aber vielleicht ist es auch gut, Leute, ja, dass wir wirklich sehen, wer wirklich noch Jesus Christus angehört und wer nicht. Weil das haben wir nicht mehr gesehen in den Gemeinden. Die Gemeinden waren, haben ja so ausgesehen und wir haben ja nur so ausgesehen, als ob. Als ob. Und vielleicht jetzt, ja, da wir vielleicht jetzt mehr Drangsalen bekommen wie vorher, ja, vielleicht merken wir dann, ja, wo wir dazugehören. Aber wir reden ja nicht nur von unserer, ja, von der westlichen Welt. Weil in den anderen Ländern wurden ja auch die Christen nicht nur verfolgt, sondern auch umgebracht. Und das vergessen wir so leicht. Warum? Weil wir ja nur im Luxus gelebt haben. Wir haben ja im Luxus gelebt. Wir haben ja gut im Wohlstand gelebt. Und wie ist es mit den anderen Christen gegangen, in anderen Ländern? Die wurden verfolgt. Und sogar umgebracht für ihren Glauben. Und das vergessen wir. Das vergessen wir. Ja, weil es uns ja so gut ging. Also, ich komme zum Ende. Ich wollte das nochmal anhängen, weil das finde ich unheimlich wichtig. Liest nochmal Matthäus 24. Ich verstehe schon, Matthäus 24 ist nicht so gut, weil Matthäus 24 nicht chronologisch geht. Das heißt, der Reihe nach. Ja, 36 sollte eigentlich bei 29 reingehen. Da passiert die Entrückung. Und weil es da nicht drin ist, sind sehr viele durcheinander. Weil sie nicht den Heiligen Geist haben. Weil sie nicht die ganze Bibel kennen und sagen, hallo, die Entrückung kommt vor dem Zorn Gottes. Das heißt, nach der großen Drangsal und vor dem Zorn Gottes passiert die Entrückung. Und nicht umgedreht. Ah, dann kommt die große Drangsal nach der Entrückung. Nein, nach der Entrückung, Leute, kommt der Zorn Gottes.
Und wenn ihr nicht zu Gott gehört, werdet ihr zerstört. Ja? Und auch die, die dann noch sagen, ach du meine Güte, ich habe Gott vergessen oder ich habe Gott oder Jesus verpasst, werden auch durch diese große Zorn Gottes gehen. Und sie werden wahrscheinlich entweder umgebracht, durch das System geköpft, oder sie kommen so um in diesen großen Katastrophen, die passieren. Und es werden große Katastrophen passieren. Es werden sehr große Katastrophen passieren. Und vielleicht haben wir halt eben jetzt noch ein Jahr, wo vielleicht zwar auch vielleicht so Katastrophen passieren, aber die sind halt noch nicht so groß. Aber wie gesagt, ich komme jetzt zum Ende. Leute, ihr müsst die Bibel lesen. Wenn ihr Fragen habt, bitte fragt sie. Lies die Bibel, lies die Bibel, lies die Bibel. Ja? Und ihr müsst die Bibelstellen finden, die sagen, aha, 7 Jahre Trübsal. Habt's noch nie gefunden, Leute. Ja? Ich habe schon mit vielen geredet, mit vielen diskutiert. Sie können mir das nicht mehr mit das nicht zeigen, dass da 7 Jahre oder sogar 3 große Trübsal ist. Sie haben das noch nie zeigen können, Leute. Ja? Also wenn du das kannst, okay, zeig's mir. Zeig's mir. Also, kommen wir zum Ende. Lasst den Heiligen Geist euch leiten, immer.